get it. Das sind die Bänder, die ich bestellt habe. Oh yeah. Das kommt so rüber, als würde ich jedes Mal was bestellen. Ja. Jo Leute, und ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Vielleicht hört ihr es an der Lache oder ihr seht es einfach im Hintergrund. Wir sind gerade bei Hanni und hier ist Hanni. Und heute gehen wir Schlittschuh fahren. Und da müssen wir auch gleich los, weil mein Bruder kommt auch noch mit. Aber den müssen wir noch kurz abholen und dann fahren wir mit dem Zug zu der Eishalle. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Zug wieder oder so. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Wir sind nach Stuttgart gefahren und eigentlich wollten wir woanders in Eis laufen, doch das hat dann zu lange gedauert oder hätte zu lange gedauert. Dann haben wir uns doch umentschieden, weil wie ihr gesehen habt, sind wir aus Versehen aus einem Zug ausgestiegen und eigentlich hätten wir sitzen bleiben sollen und da mussten wir da nochmal 20-15 Minuten warten an dem Bahnhof da und dann sind wir mit dem weiteren Zug, der dann gekommen ist, weitergefahren und deswegen hat sich alles ein bisschen verschoben und so, aber es lag nicht nur daran und ich muss auch sagen, es war ein bisschen schlecht geplant, ein bisschen sehr schlecht und wie ihr gesehen habt, wir sind dann halt nach Stuttgart, sind noch mit der U-Bahn weiter zum Fernsehturm, weil da in der Nähe ist so eine Eislaufhalle. Eigentlich ganz cool und im Internet steht, dass sie bis 22 Uhr offen hat. Doch an unserem, also als wir da waren, hatte die nicht bis 22 Uhr offen, sondern nur bis 18 Uhr. Und wir sind um 17.30 Uhr da gewesen. Und wir wollten dann noch so eine halbe Stunde fahren. Haben so gesagt, okay, scheiß drauf, wir fahren jetzt noch die halbe Stunde. Immerhin, wir haben ja gezahlt, so die ganzen Bahnfahrten und so. Jetzt immerhin wollen wir bitte, immerhin noch ein bisschen fahren. Aber der Typ, der die Karten, beziehungsweise der die Schlittschuhe verkauft hat, beziehungsweise ausgegeben hat, um sie auszuleihen, der hat dann gesagt, nein, ich muss hier noch 30 Paar annehmen, weil da schon ein paar Leute, die schon aufhören wollten, Schlittschuhe zu fahren und die gerade ihre Schlittschuhe abgegeben haben. Und anstatt uns halt dann ganz kurz unsere Größen rauszugeben, wir hätten auch nicht gemerkt, wenn es ein bisschen zu klein oder ein bisschen zu groß gewesen wäre, da hätten wir jetzt voll kein Problem damit gehabt. Sondern wir hätten auch sogar den vollen Preis dafür gezahlt, so nur eine halbe Stunde zu fahren. Aber der Typ hat halt so gesagt, nö. Und was soll man dann machen? Wir haben dann gesagt, okay, dann warten wir. Und er so, das lohnt sich dann echt nicht mehr. Und wir so, doch, doch. Und er so, nee. Und dann wusste man so, ja, man will uns loswerden, beziehungsweise er wollte uns eher loswerden. Dann haben wir halt unsere Sachen wieder genommen und wir sind einfach zurückgefahren. Und genau, das ist halt die Geschichte, die dahinter steckt und ja, deswegen waren wir da nicht Schlittschuh laufen, aber ich verrate euch was. Am Ende wird es noch ganz cool, dieses Video. Wir sind gerade schon im Zug. Sieht man das? Ja, man sieht das. Und wer ist auch dabei? Und wie ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen habt, wir waren letzten Mittwoch schon mal Schlittschuh laufen, beziehungsweise wir wollten gehen und es hat ein bisschen gefailt und deswegen holen wir es heute nach und hoffen, dass es diesmal klappt und dass uns heute das Schicksal keinen Strich durch die Rechnung macht. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Es graupelt. Leute, wir haben Schlittschuhe, hier läuft geile Musik und wir können endlich fahren. Es ist übertrieben schmerzhaft, Leute, macht das nicht nach. Doch, macht nach, es ist geil.
macht Spaß. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sind jetzt gefahren, war richtig, richtig geil und machen wir auf jeden Fall nochmal. War auf jeden Fall richtig cool. Was sagst du dazu? Also ich fand es auch richtig nice und ich hoffe, dass wir es nochmal machen können. Ich hoffe, man hat ihn gehört. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt schon wieder längere Zeit zu Hause und habe auch schon das Video richtig lang geschnitten und ich habe es auch schon einmal gerendert und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keinen Schluss gedreht und deswegen mache ich das gerade. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag oder ihr habt noch einen angenehmen Tag, der nächste Tag nämlich so, wie auch immer man das sehen will. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder und bis dahin, Leute. Ciao!